Hallo, lieber Zuschauer. Und hallo, liebe Zuschauerin, zur Sendung 422. Magazin der Nichtarbeit. Und als erstes? Erstmal folgt die Übersicht und als erstes sehen wir dann was von der Liebig 14 Demo. Diesmal gefilmt von Volker. Als zweites dann? Ja, sehen wir einen Beitrag, den mein Freund gedreht hat von der Anti-ACTA Demo vom letzten Samstag. Als drittes folgt? Als drittes folgt eine Podiumsdiskussion, die Andi gefilmt hat. Als viertes dann was von der Berlinale bzw. von der Anti-Berlinale. Als fünftes dann ein Kurzfilm von Volker. Und zu guter Letzt einige Impressionen vom letzten Berliner Schwabenstreich gegen Stuttgart 21. Und das war die Übersicht. Ja, Karpfen, nachdem wir letzte Woche schon einen Bericht über die Liebig 14 Zombie-Demo gesehen haben, kommt heute ein zweiter. Du weißt ein bisschen mehr darüber. Und zwar letzte Woche war es ja das Material von Volker und von mir. Und diesmal seht ihr halt nur Material von Volker, was er von der Liebig 14 Demo anlässlich des ersten Jahrestags der Räumung aufgenommen hat. Band ab. Wieder ausgesessen. Sie nimmt weiter in Kauf, dass diese Stadt kulturell abstirbt. Nicht nur der Schokoladen, sondern auch die Linienstraße 206 und die KVU sind von Vertreibung bedroht. Noch fühlen wir uns wie einer der letzten Überlebenden am Leben im Zombie-Bezirk Mitte. Nicht nur die alternative Kultur, wohl Politstrukturen, auch alle, die in prekären Verhältnissen leben, haben keine Chance, in der Innenstadt zu überleben. Uns bleibt keine andere Möglichkeit, als für unsere politischen und kulturellen Konzepte zu kämpfen. Es gibt keine Lücke im kapitalistischen Konsens für unsere Auffassung von Lebensqualität. Im Moment kotzt uns diese Stadt an und die Wut auf den Hauseigentümer steigt stündlich. Wir sind auf alle Hilfe angewiesen, um deutlich zu machen, dass Schluss sein muss mit dem Ausverkauf von allem, was diese Stadt mal lebenswert gemacht hat.
Kommt in jedem Fall am 22. Februar morgens um 8 Uhr zum Schokoladen. Unsere Strategie ist noch in Arbeit und wir halten euch auf dem Laufenden. Keine weiteren Räumungen mehr. Ja, Anti-ACTA-Demo war jetzt am 11.2. gewesen. Um was geht es da genau? Ja, nicht nur in Berlin, sondern überall bundesweit gab es Demo. Ja, es geht um ACTA. Das ist sozusagen ein Gesetz, was auf europäischer Ebene sozusagen dafür eingeführt werden soll, um sozusagen gegen Produkt- und Internetpiraterie, genauer gesagt gegen das illegale Downloaden oder Uploaden von Filmen und Musikdateien vorzugehen. Ja, das ist natürlich das Ende des unabhängigen Internets, Beginn von Internetzensur, weil sozusagen die einzelnen Provider in Zukunft dafür verantwortlich gemacht werden, für den Inhalt der Internetinhalte sozusagen, den die Surfer oder Nutzer sozusagen so aus dem Internet herausholen. Und es führt natürlich dazu, dass eventuell das ganze Internetverkehr überwacht wird an zu diesem Zweck und damit die Freiheit des Internets zu Ende ist. Abgesehen davon, dass dieses Gesetz oder diese Vorgehen sozusagen in undemokratischer Weise offensichtlich im Hinterzimmer sozusagen verabschiedet wurden von den entsprechenden Unternehmen und Musikindustrie und sowas alles. Ja, und aus diesem Grund gab es halt viele Demos, um dagegen anzukämpfen, und seht selber, Band ab. Konsequent weitergedacht, würde der direkte Zugriff durch Rechteinhaber wohl auch Inhalteplattformen wie Wikipedia kaputt machen, kaputt regulieren. Nun hat Wikipedia ja vergleichsweise gut funktionierende Mechanismen der Selbstkontrolle. Aber eine Verpflichtung zur stärkeren Überwachung und Sanktionierung von Nutzerinnen würde unweigerlich auf Kosten dessen gehen, was User-Generated Content eigentlich ausmacht. Kreativität, Offenheit und eben auch Vertrauen. Assume good faith. Sobald wir IP-Adressen vorhalten, Klarnamen zuweisen oder für sämtliche Rechtsverstöße auf verlinkten Seiten haften müssten, wäre dies zweifellos das Ende eines beispiellosen Gemeinschaftsprojekts. Freies Wissen braucht, um wirklich frei von wirtschaftlicher Einflussnahme und politischer Zensur zu sein, Schutz vor unverhältnismäßigen Eingriffsmaßnahmen. Wir stehen hier für die Zivilgesellschaft und ihren Wunsch nach Zusammenarbeit. ACTA steht für die einseitigen Interessen der Rechteverwerter. Diese zeigen gegenwärtig eine Tendenz, die unschätzbaren Möglichkeiten, die das Netz gerade für freie, ungehinderte Meinungsäußerung und gemeinschaftliche Wertschöpfung bietet, durch aggressives Lobbying beschneiden zu wollen. Um das ganz klar hier zu sagen, Ihr Anliegen, mit digitalen Gütern Geld zu verdienen, ist zweifellos legitim. Doch Ihr Ansinnen, auf dem Altar bestehender Geschäftsmodelle das gesamte Ökosystem des Netzes nachhaltig zu verändern, ist es nicht. In diesem Zusammenhang hat die Politik nicht die Aufgabe, bestimmte Geschäftsmodelle gegenüber anderen zu bevorzugen. Sie soll lediglich einen Rahmen für faire Wettbewerbsbedingungen schaffen zwischen den Kulturindustrien, deren Kunden wir alle sind, und jenen neuen Plattformen, die Informationen bündeln und die unseren Alltag erheblich erleichtern.
Von Berlin aus richten wir deshalb die dringende Bitte an die Bundesregierung und das Europäische Parlament. Die möglichen Kollateralschäden von ACTA müssen stärker gewichtet werden als die Profitinteressen einer sich zunehmend verhärtenden Branche. Und deshalb muss der Ratifizierungsprozess nicht nur ausgesetzt, sondern ganz gestoppt werden. Denn wir verdienen mehr als ein Abkommen, das in Hinterzimmern ausgehandelt wurde und offensichtlich nicht dem Gemeinwohl dient. Danke. Wir haben natürlich auch das Bedürfnis gehabt, einen Vertreter der Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Wir wollten nicht zu einseitig hier erscheinen. Wir hatten dazu Dieter Gorni, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Musikindustrie, eingeladen. Er konnte leider nicht kommen, hat uns aber dafür... Ihr wollt kopieren und nur verschenken. Ich muss an mein Vermögen denken. Das Geld, das geht uns durch die Lappen, drum werden wir euch die Leitung kappen. Ob Film, ob Text, ob gute Mucke, wir werden euch auf die Finger gucken. Ihr könnt jetzt gern noch einmal lachen, dann werden wir es aber trotzdem machen. Leiden die Armen auch an Qualen? Für unsere Pillen muss man zahlen. Warum sollen wir sie heute impfen, wenn sie uns morgen nur beschimpfen? In unseren geheimen Hinterzimmern hören wir noch keine Krankenwehen. Ob Schwellen- oder Entwicklungsland, Big Pharma... So, Andi, du warst bei Heiner und hast eine Ausstellung besucht. Richtig, die läuft noch bis zum 19. und es geht einfach um verschiedene Länder wie die USA, wie die mit den Menschenrechten halt umgehen. Und da sehen wir eine Ausstellung. Band ab! Fertig. Ich bin Mitglied im Deutschen Friedensrat und in der Internationalen Liga für Menschenrechte. Und der Deutsche Friedensrat gehört mit zum Weltfriedensrat. Und der Weltfriedensrat hat seit Beginn des Dramas von Palästina und Israel immer Position bezogen. Wir lassen die Palästina nicht allein. Sie können nicht raus. Wir wollen jetzt zu ihnen hin. Wir wollen zeigen, dass sie nicht abgeschieden sind. Und vor allem, wir wollen endlich mal deutlich machen, dass diese Praxis, nach Palästina reinzukommen, mit der Aussage, wir wollen nach Palästina, bisher immer verhindert wurde. Amazonia, Lumi Dega Lumigis Wutenanolo, Wanted Degulema Lilale de Kendo Lilale Lilale de Kendo Lilale Lilale de Kendo Lilale Lilale de Kendo Lilale Amaldar
Anschalten. Ja, Rolf, in Berlin läuft ja zurzeit die Berlinale. Arbeitsbedingungen auch für die Filmschaffenden sind da auch nicht so besonders und du weißt da ein bisschen mehr drüber? Ja, ich habe da so einen kleinen Kurzfilm gesehen. Also es geht nicht nur um die prekären Beschäftigungsverhältnisse der Filmemacher und Filmemacherinnen, sondern um die fragwürdigen Verwertungsverträge sozusagen, die dafür sorgen, dass die Filmemacherinnen und Filmemacherinnen sozusagen ihrem Lohn geprellt werden oder ganz wenig nur bekommen. Sozusagen, sie treten ihre ganzen Verwertungsrechte an, um welche großen Filmkonzerne, sag ich mal so, ab, plakativ, und haben nichts mehr davon und dürfen sogar hinterher, Verträge sind so gestellt, dass sie hinterher so ihre Filme sozusagen nicht weiter verwerten dürfen, sondern dass das alleinige, dass sie sozusagen das Verwertungsrecht an diese großen Verleihunternehmen das abtreten sozusagen. Das ist natürlich auch dann nicht so toll, wenn man für seinen Film schaffen nichts mehr sieht halt. Band ab. Ja, wir sehen jetzt noch einen Kurzfilm von Volker. Ja, das ist ein Countdown-Film, 99 Stunden, so ein Wettbewerb. Und da machen einige Leute mit. Und wir waren dabei. Band ab. Entschuldigung, Mann. Na, wo ist denn jetzt Bier? Was du probierst? Ah. Auch eins? Ah. Ey! Ey, ist eine geile Party hier, aber. Ey, warum ist die Tür zu? Ey, hör mal auf hier! Mach auf hier! Hallo! Hey! Hey, sag doch auch mal was hier! Du sagst immer noch nichts, wa? Keiner. Ey, und was mit dir ist, das ist alles scheißegal, ey! Ey, redest du vielleicht mal mit mir? Was gibt das jetzt? Machst du eine Suppe oder was? Ey, gibst du mir auch was? Das ist ja geil, ey. Wenn man hier schon eingeschlossen ist, dann kann man auch wenigstens was essen. Hast du recht, ey. Oh, geile Buchstabensuppe. Ey, was ist mit dir? Isst du gar nichts? Hey, nee, das glaube ich jetzt nicht, wa? Lieber Zuschauer, nun folgt unser Wettbewerbsbeitrag für den 99 Fire Film Award, bei dem es darum ging, innerhalb von 99 Stunden einen 99 Sekunden langen Film zu drehen zu dem Thema Put a Smile on Your Face. Viel Spaß! Ja! Ein Lächeln macht die Welt schön. Aber uns ist das Lachen am Hals stecken geblieben, als Sie eure AGBs gelesen haben, liebe Festivalleitung. Der Einsender erklärt sich bereit, dass 99 Films die übertragenen Rechte an Dritte weiter übertragen kann und diese berechtigt sind, den Film kommerziell zu verwerten. Der Filmemacher darf jedoch danach keine müde Mark mehr mit seinem Film verdienen. Kurz, wir arbeiten 99 Stunden an einem Film, den wir dann euch schenken, damit ihr ihn verkaufen könnt. Wenn man die 6.000 Teilnehmer mit dem Gewinngeld verrechnet, bezahlt ihr einen Stundensatz von ca. 2 Cent für jeden Filmemacher. Da bleibt nicht viel über. Eine Putzfrau bei McDonald's verdient das 300-fache. Das ist auch der Grund, warum wir unser Equipment bei minus 6 Grad mit einem Fahrradanhänger durch die Gegend ziehen. Ein Wettbewerb, bei dem die Künstler ihre Filmrechte abtreten, ist vor allem eins: einmalig dreist. Trotz Preisgeld gibt es bei 6.000 Teilnehmern immer noch 5.997 Verlierer. Damit fördert ihr keine Kultur, ihr beutet sie aus. Unseren Film benutzt ihr dann für eine hocheffektive virale Werbekampagne, bei der es vor allem um eins geht: Kohle. Und zwar für euch.
In den letzten Jahren ist es euch schon gut gelungen. Ihr habt also allen Grund für ein Lächeln. Im Gesicht. Dies Lied geht raus an all die wundersamen Menschen, vor deren Anliegen mir graut. Ich schreie es raus, damit es auch der Letzte zu verstehen darf. Singt es laut, verhaltet euch gerecht, gebt uns unser Recht, das Recht auf unser Recht, des Vertriebs Recht. Wir haben Recht. Wir lieben Kunst und Kultur und Museen und Wettbewerbe und all solche Sachen. Ja. Ja. Und wir ärgern uns, wenn unter dem Deckmantel der Kulturförderung Kreative ausgenutzt werden zugunsten großer Weltkonzerne. Ja. Ja. So geschehen ist es uns und tausenden anderen Filmemachern aus ganz Deutschland beim 99 Fire Film Festival, bei dem, wenn man dort ahnungslos teilnimmt, sämtliche Filmrechte abgibt an eine Firma, die diese dann wiederum weitergibt an große Weltkonzerne wie McDonald's oder Fiat, die dann wiederum den Film verwenden für ihre obskuren, viralen Marketingkampagnen. Ja! Ja! Wenn auch du also gegen die kulturelle Ausbeutung von Kreativen in Deutschland bist, dann teile dieses Video. Ja! Ja! Teilt es! Ja! Teilen! Ja! Ja! Was macht ihr? Warum seid ihr nackt? Oh, ich weiß auch nicht! Ja, Rolf, der Schwabenstreich war neulich mal wieder. Ja, letzten Mittwoch. Jetzt wieder regelmäßig durch die Ereignisse in Stuttgart. Es geht um Stuttgart 21. Und ihr seht einige Impressionen von dem Schwabenstreich mit einem kleinen Besuch der Berlinale, wo wir unsere Plakate hochgehalten haben. Seht selber. Band ab. Genau. Da wirklich, das war eine ganz, 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 ganz.
mal ummachen. Aber nicht in der Das war die Sendung 422. Wir hoffen, dir hat sie gefallen. Schau auch beim nächsten Mal wieder rein. Dir eine schöne Woche. Tschüss.